Hier möchte ich ein ganz, ganz wirksames Tool mit an die Hand geben. Das ist die Collar-Tabelle. Die Collar-Tabelle tut sich in 6 Stufen aufgliedern. Und ich erzähle jetzt mal ganz kurz anhand eines Beispiels, anhand eines Apfels, welche Stufe das jeweilige ist. Die Stufe 1 ist der Apfel, wie man ihn am Baum hängt. Die Stufe 2 ist, wenn man den Apfel zerschneidet, dort gehen schon Nährstoffe entsprechend verloren, weil der oxidiert an der Luft. Die Stufe 3 ist, wenn man es dann fermentiert. Man sagt hier eigentlich auch, hier geht nochmal was verloren, aber durch das Fermentieren ist es auch wieder besser verträglich für den Körper. Also auch hier ist ein ausgewogenes Verhältnis durchaus wichtig. Und dann kommt ein Sprung, wo dann der Apfel erhitzt wird. Dann geht es in die Gruppe 4 rein. Das ist dann, wenn der Apfel gekocht wird. Beim Kochen gehen Enzyme kaputt, also auf 42 Grad gehen Enzyme kaputt. Mikro- und Makronährstoffe werden weniger. Und wenn ich jetzt noch Apfelmarmelade mache, dann ist das Gruppe 5. Das nimmt dann über die Zeit noch weniger, aber da ist noch weniger für uns drinnen im Leben. Gruppe 6 wäre dann, wenn wir aus dem Apfel irgendein Pulver herstellen würden, wo nur noch vielleicht der Zucker aus dem Apfel drinnen ist. Wir wissen, dass Stufen 1 bis 4 krank machen und dass die Stufen 5 und 6 alle derzeit bekannten Alterskrankheiten erzeugen, wenn man das jetzt nur ganz isoliert auf die Ernährung betrachtet. Es gibt natürlich noch weitere Einfachfaktoren aus Geist und Seele und dem Umfeld, aber wenn wir jetzt nur isoliert hier die Ernährung betrachten. Ein super Level wäre eigentlich 70% roh, also aus den Stufen 1 bis 3 und 30% gekocht. Und die Stufen 5 bis 6 habe ich hier noch mit 1% angegeben, weil in der Guter-Leben-Methode wir sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ausnahmen sind nicht schlimm, Ausnahmen dürfen sein, aber sie sollen halt nicht die Regel sein. Der Körper kann das dann schon mal verkraften. Und die Mona, die ja hier auf Lebe das Essen spezialisiert ist, wird jetzt einfach mal ein bisschen darüber berichten, auch gewesen ist, wie wir am Anfang das Coaching gemacht haben. Die Umstellung im Grunde der Ernährung auf der Grundlage der Collar-Tabelle. Wie ich ja vorher schon erwähnt hatte, war ich nicht sonderlich angetan von veganer Ernährung, weil man natürlich auch nur das, was man so über die Medien mitbekommt. Ich kannte auch persönlich eigentlich kaum jemanden, der sich vegan ernährt. Und wenn, dann halt viel mit Ersatzprodukten. Und das hat sich mir nicht immer so ganz erschlossen, was jetzt daran besser sein soll, außer natürlich, dass kein Tierleid entstanden ist. Die Gute-Leben-Methode beginnt ja mit einer Rohkostphase, also mindestens 14 Tage, bestenfalls 4 Wochen sollte man machen. Und da bin ich schon schnell an meine Grenzen gestoßen, weil ich einfach gemerkt habe, dass viele Rezepte, die man heutzutage googeln kann, einfach mir persönlich ein bisschen zu weit weg von meiner vorherigen Mischkost waren und natürlich die Umstellung somit schwieriger gemacht haben. Was mich dann auf die Idee gebracht hat, warum nicht einfach anpassen? Warum nicht die Gerichte, die ich vorher gekocht und teilweise mit Fleisch oder anderen tierischen Produkten gegessen habe, umwandeln in vegane Rohkostgerichte? Was sich tatsächlich als gar nicht so schwierig herausgestellt hat. Der Vorteil daran ist einfach, dass es zum einen relativ günstig ist. Ich muss sagen, anfänglich hatte ich meine Bedenken, weil man natürlich diese vorgefertigten Produkte kennt, die oft teurer sind als andere Produkte. Musste dann aber feststellen, als meine Familie auch nach circa, ich glaube, 8 Wochen mit eingestiegen ist. Mein Mann hat einfach gemerkt, wie gut es mir tut und meinte von sich aus, obwohl er eingefleischter Fleischfresser war, dass er sich doch dafür entscheiden würde, weil es mir so gut tut, auch mal mitzumachen. Die Kinder haben wir dann mitgezogen. Wir haben einen 2-jährigen Sohn und 2 Töchter, jeweils 6 und 16 Jahre alt, die da einfach ziemlich gut mitgezogen haben. Es gibt natürlich mal ein Gemecker, aber das ist normal. Auf jeden Fall finanziell hat man schnell gemerkt, wenn man die Dinge selbst zubereitet, dann sind sie bei weitem nicht so teuer. Und vielleicht, um ein gutes Beispiel mal zu nehmen, wir waren absolute Taco-Liebhaber und mittlerweile haben wir Taco in allerlei Versionen. Also es geht von Rohkost-Tacos, da kann man entweder Dörfladen nehmen, die man selbst machen kann oder die man teilweise auch kaufen kann. Dann könnte man auch ein Salatblatt beispielsweise nehmen, solche Sachen. Und Hackfleischersatz haben wir mittlerweile Sonnenblumenkerne, Pilze. Was hatten wir denn noch alles? Ich meine, viele Menschen benutzen auch Tofu, aber das würde natürlich dann nicht zur Rohkost passen. Und dann alles schön selbst gewürzt und mit frischem Obst und Gemüse. Und es fehlt einem wirklich an nichts. Also es ist unglaublich. Ich lade auch jeden gerne ein, auf unsere Seite zu schauen. Bei Telegram lebe das.
Essen mit Mona. Auf jeden Fall stelle ich da einige Dinge vor. Natürlich im Wechsel Rohkost, aber auch gekochte vegane Ernährung und eben angepasst an den Mischkost. Also das ist mir persönlich am wichtigsten. Im Prinzip vegan für jedermann, würde ich es jetzt mal so nennen. Genau. Ja, vielen Dank, Mona. Ich muss da hier an dieser Stelle sogar mal sagen, dass ich mal die Idee eines Kurses hatte, im Grunde Essen zubereiten in unter 15 Minuten, weil es immer hieß, Essen zubereiten dauert immer so lange. Am Ende sage ich eigentlich, braucht man nicht mehr Zeit, als im Grunde fast die Pizza in den Ofen reinzuschieben. Natürlich ist das alles ein bisschen eine Übungssache. So, der wichtigste Tipp, den ich hier an dieser Stelle im Grunde schon verraten kann, ist einfach mal zu prüfen, welches Messer man schon zu Hause hat. Das habe ich einfach in der täglichen Praxis festgestellt. Wenn das Messer nicht scharf ist, steigt nicht nur das Verletzungsrisiko, was erstmal komplex verrückt klingt, aber ein besseres Messer kann man schlechter mit abrutschen. Dadurch schneidet sich natürlich auch viel einfacher. Alle Gemüsesorten, die geschnitten werden müssen, während eine Karotte mit einem unscharfen Messer halt schwer zu schneiden ist, ist mit einem scharfen Messer überhaupt kein Problem. Und dann macht das natürlich auch mehr Spaß, das Essen zubereiten, wenn es dann halt mehr, ja, wenn mehr Leute, wenn man das schneller mit zubereiten kann. Vor allem, wenn man das für mehrere Personen zubereiten muss. Und aus der täglichen Praxis kann man eigentlich berichten, egal ob es man jetzt alleine ist, zu zweit ist oder ob es auch eine ganze Familie ist, länger als eine Viertelstunde, 20 Minuten steht man da auch nicht in der Küche. Teilweise eher sogar noch kürzer. Ja. Das hat einfach was mit auch mit Optimierung der Arbeitsabläufe zu tun, worauf wir auch in den Videos eingehen, weil wir haben einfach gemerkt, da sehen wir wieder die Verknüpfung zum Bereich Umwelt halt auch. Was bringt mir das, wenn ich zwar ein tolles Rezept habe, aber überhaupt nicht weiß, wie ich das jetzt genau zubereiten soll, wie ich in der Küche da mit handhabe, wie ich vielleicht auch effektiv einkaufe. Einkaufsverhalten, das würde ich vielleicht gerne noch dazu sagen für alle, die zu Hause eine Familie haben, vielleicht auch Kinder haben. Das Einzige, was sich tatsächlich am Einkaufsverhalten wirklich extrem verändert hat, ist, dass wir viel weniger Müll natürlich haben, weil man die meisten Sachen einfach unverpackt kauft. Das ist bei Obst und Gemüse ein bisschen einfacher. Und auch, dass man natürlich jetzt wöchentlich einkauft. Wir haben vorher immer 14-tägige Einkäufe gemacht. Das ist natürlich nicht mehr möglich, wenn du so viel Obst und Gemüse hast. Und so ein kleiner Tipp, man fühlt sich doch ganz gut im Laden, wenn der Einkaufswagen so toll und gesund ausschaut. Genau. Und trotzdem gibt es die Ausnahmen von der Regel. Ja, ich habe das immer im Naturkostladen, wenn im Bioladen, wo ich dann einkaufe, ist in dem Fall Mitgliederladen, gibt es in vielen Großstädten übrigens. Ja, wo dann zu mir gesagt hat, wenn ich dann die Tüte Chips kaufe, ah ja, jetzt fühle ich mich wieder gut. Ja, also auch die Ausnahme ist dann mit drinnen. Das heißt nicht Verzicht, im Grunde ist es einfach mehr von dem, was man hat. Leben in lebendigen Beziehungen. Zu dir, zu anderen, zur Natur. Spüre die Wechselwirkung von Natürlichkeit, Gesundheit und Lebensfreude. Lebe dein allerbestes Sein. Lebe das.